Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute dreht sich es wieder um Geometry Dash nach so langen Zeit. Nehme ich das auch mal wieder auf, aber naja, ich habe ja jetzt auch mal auf meinem Kanal jetzt ein bisschen was verändert. Zum einen habe ich jetzt wirklich fürs Erste, weil ich ja dahin, also ich schreibe ab jetzt ja jetzt immer hinter den Projekten, ob sie gerade am Laufen sind, hier abgebrochen oder fertig sind. Das schreibe ich jetzt immer in Klammern dahinter. Also zu den Projekten, zu den Playlist-Namen. Und ja, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe jetzt fürs Erste Mario Odyssey abgebrochen fürs Erste. Ja, da die 100% mich schon ziemlich überfordert haben, wirklich. Ich habe es auch in die Playlist-Beschreibung reingeschrieben. Und ja, sonst, wenn ihr das noch nicht wisst, lest euch einfach das da durch. Und ja, heute habe ich ja ein bisschen Bock, wieder ein bisschen Geometry Dash zu zocken. Ach, hier, ich wollte schon sagen, wo ist jetzt meine Maus denn verschwunden? Hab sie wieder gefunden. So, ich habe jetzt ein wenig meinen Account überarbeitet und der sieht jetzt so aus. Und ich muss euch wirklich sagen, das sieht irgendwie aus wie ein einen Illuminati. Wenn man das einmal dreht, dann. Ja, das sieht irgendwie aus wie ein Illuminati. Muss ich echt sagen. Sind Illuminati von der Seite, muss ich echt mal sagen. Das ist ein lustiges Gehirn. Das sieht aus wie so eine Laserkanone. Soll sogar wahrscheinlich deine darstellen. Die habe ich ja schon eine Weile. Ja, das ist ein Monster. Das ist ebenfalls und das sieht lustig aus. Ja. Alter, der B-Knopf von meinem Controller ist irgendwie total im Arsch. Mann, ich will nicht B drücken. Irgendwie lässt er irgendwie, wenn ich ihn reindrücke, dann steckt er irgendwie fest irgendwie. Kennt ihr das? Irgendwie ist der B-Knopf total im Arsch. Naja, okay, auf jeden Fall geht es nicht mit Online-Leveln los, denn diesmal möchte ich mir mit euch die Countlets anschauen. Die Countlet-Level. Oder Gauntlets. Gauntlets, so heißen die Dinger. Mensch, Gauntlets. Und nee, auf selbst sollte ich lieber nicht tun. Das ist nämlich wieder spät abends. Ihr seht, ich habe noch kein einziges geschafft. Nope. Noch kein einziges. Irgendwie funktioniert das nicht, dass ich hier Steuerkreuz drücke und auch links drücke und es. Ja, es wäre einfach unkündig. Naja, okay. Ich musste ja aber erstmal eine freispielen. Hier, das habe ich schon einmal gezockt. Sieht man ja, wie weit ich gekommen bin. Mal schauen, ob es wirklich so war. Also ob ich es wirklich so schwer in Erinnerung habe. Da war eine Coin. Lol, das ist mein erster Versuch, Leute. Okay, das war First Try. Ich habe sogar für den ersten Versuch schon weit geschafft, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe bis irgendwie 23 oder 26% geschafft. Es ist irgendwie ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Hier habe ich irgendwo verkackt. Hä? Wahrscheinlich konnte ich zu dem Zeitpunkt die Kreissäge noch nicht. Denn, das war der Zeitpunkt, wo ich da gestorben bin. Weil ich die Kreissäge offensichtlich noch nicht konnte. Inzwischen kann ich die wesentlich besser. Ich beherrsche sie zwar noch nicht hundertprozentig gut, aber definitiv besser. Wie man gesehen hat.
Achso, okay. Das wechselt automatisch. Verstehe. Die Musik ist auch auf jeden Fall nice. Und ich sage euch jetzt schon mal durchspielen, wenn wir. Ah nee, stimmt ja. Wir müssen ja. Ich gebe mein Bestes, so weit wie es geht zu kommen, weil ja. Durchspielen würde schon wieder viel Zeit wegnehmen. Ja, deshalb wäre es besser, das mal zu versuchen. Hier hätte ich weg. Einmal, okay. Muss ja erstmal alles einprägen. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Mann, ich habe vergessen zu drücken. Verdammte Axt. Fuck, okay, jetzt geht's auf den Kopf. Oh Gott, das ist übel. Okay, 70% ist doch schon mal ein guter Rekord, oder? Und schon wieder funktioniert der B-Knopf nicht. Ja, finde ich schon mal als guten Rekord. Eis, Gauntlet, Amplification, Mensch. Mit der Musik Holy Gun. Und bei Berku. Es geht doch als Online-Level, oder? Und das habe ich auch schon angezeigt. 11%. Hä? Sind es doch Online-Level? Wo viel? Ja. Hä? Wie ist denn das mit den, da würde mich mal echt interessieren, wie es mit den Gauntlets entstanden ist. Hm. Weil die hat doch jeder insgesamt diese Gauntlets. Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Naja, egal. Da war ein Key, okay. Okay, ist selber richtig, dass ich nur 11% geschafft habe. Ich bin heute auch nicht besser. Was ist das denn? Was muss ich tun? Das ist von mir da viel zu viel für mich. Was? Komm nicht hinterher. Warte. Nichts drücken, oder? Doch jetzt bei dem Stachel da. Okay, gut. Verstehe. Okay. Also, ja. Diesmal habe ich aber nicht gedrückt. Das ist Lüge. Okay. Jetzt fliegen. Oh no, Kopf über. Und wieder. Und ins UFO. Not bad. Wofür auch immer dieser Schlüssel ist. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht, aber okay, ich bin noch drin. Oh, und jetzt Dreieck, Digga, was geht bei dir ab? Gestört oder so? Hä? Video, du sollst in Gravity-Modus gehen, so. Ja. Warum springt er andauernd? Ey, ich verstehe das nicht.
Ich mach das gar nicht. Ich spring, tipp einmal für dieses Teil da und dann gar nicht. Hä? Wieder der typische Geometry Dash Bug. Was ist denn jetzt schon wieder? Ey, kannst du mal aufhören, hier andauernd zwischen den ganzen Teilen hier zusammen hin und her wechseln? Hin und her zu wechseln? Bleib doch mal bei einer Sache. Das ist zu viel. Siehst du, guck mal, ich dachte, ich bin tot, aber ich bin's nicht. Aus dem Grund. Oh Gott. Stress pur hier. Ja, der Roboter, alles klar, komme ich ja auch voll mit, ne? Flugzeug! Alter, ich werde hier voll gespammt mit allem Möglichen hier. Hier ist wirklich echt alles dabei. Oder was? Kommt mir so vor, jetzt schon. Wechselt so schnell hin und her. Zack, Flugzeug. Kopf über. Dann UFO. Dreieck. Roboter. Nee, also, nee, wirklich. Das ist echt zu viel für mich. Hier wirst du mit allem voll gespammt. Das war wirklich allem, was hier geht. Bin mir sicher, irgendwann kommt auch der andere Stuff bestimmt hier. Was fehlt denn da noch? Hier diese, wo du 2 hast, wo du auf 2 aufpassen musst da. Und so ein ganzer Scheiß alles. Alles ist hier drin, oder? Nope, das ist zu viel für mich. Digga, ich krieg gar nichts hier gebacken, ey. Poison Gauntlet. Acid Factory. Scheiß drauf, ich spiel's einfach. Muss jetzt so jetzt. Das habe ich ja noch gar nicht gespielt, das weiß ich auf jeden Fall. Oh, sieht verdammt geil aus. Also hier wurde auf jeden Fall wieder auf Design gelegt. Also hier viel Wert auf Design gelegt. Schaut euch das an, wie ich die ganze Zeit der wechsel, ey. Zwischen Großlein, Großlein. Verwirrst mich, Freundchen. Und ich habe einen Key gedroppt bekommen. Nice, danke. Vielen, vielen lieben Dank. Was ich aber vor allem jetzt gerade brauche, sind Orbs. Weil ich habe es nämlich erst letztens, oder um genau zu sein, erst vor kurzem, diesen Secret Shop da gefunden. Und da ich zu diesem Zeitpunkt, als ich den gefunden habe, nur 1000 Orbs hatte, konnte ich mir natürlich nicht viel leisten, da das meiste 2000 kostet. Aber das verdammt geiler Stuff. Muss man gesehen haben, Alter. Falls ihr nicht wisst, wie man den Secret hier Shop freischaltet, guckt euch Tutorials an. Glaube ich das zumindest rausgefunden. Was ist das hier überhaupt für eine... Ja, wie nennt man's? Ist auch Chemie. Diese kleinen Flaschen da. Scheiße. Was ist denn jetzt? Ah fuck, mir fällt's gerade nicht ein. Auf jeden Fall auch Chemie. Es ist mir nach den Ferien entgangen. Oder seit den Ferien, so. Verwirrst mich, Alter, wie du die ganze Zeit hier hin und her so eine Dinger machst. Was soll denn da für ein Scheiß? So, jetzt schaue ich mal hier. Ist es ja nicht schwer, ich hab... Siehst du, guck hier, easy. Es ist nicht schwer, man muss nur gut hinschauen. Oh! Ja, was kann ich damit anfangen? Ich verstehe es nicht. Sieht aber trotzdem geil aus. Also das würde ich offscreen, würde ich das spielen auf jeden Fall. Das ist toll. Das macht Spaß. Nicht so ein Bullshit wie das von vorhin, wo du die ganze Zeit mit allem möglichen voll gespammt wirst und so. Das, ja.
Das will ich ausprobieren, wirklich spielen. Das ist interesting. Es hat Schwierigkeiten in sich, aber auch nicht übelst krass schwer. Also ja, genau richtig. Ja, ich hab's. Die Musik finde ich nice. Aber das erinnert mich irgendwie an irgendwas. Ich kann es nicht genau mehr sagen, was. Es erinnert mich an irgendwas, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen, was. Silbercoin haben wir auch einkassiert. Vielen Dank, das war aber auch eher lame, weil die anderen sind bestimmt, ja, sind auf jeden Fall versteckt, ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber die letzte ist auf jeden Fall geschenkt. Danke. So, und jetzt können wir das zweite spielen. Beast Mode Full. Okay. Beast Mode. Okay. Let's go. Schnell mal Key mitgenommen. Oh, ich sehe. Okay, ich sehe es. Ich hab's gesehen. Okay, Gravity Mode sind wir. Okay, gut. Konnte ich nicht sehen. Das konnte ich beziehungsweise nicht sehen, dass wir in Gravity Mode waren. Ist aber trotzdem interesting. Aber die Musik kenne ich. Beast Mode. Hab schon ein Online-Level gespielt, wo die Musik vorkam. Nix tun, Digga. What are you doing? Unbedingt besser werden. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich bin doch ganz normal. Aber wahrscheinlich wird es ein falscher Moment. Ich sag mal lieber nichts zu diesem Fail. Weil dazu kann man einfach nichts sagen. Du bist tot und ja. Kannst dich nicht beschweren. Da muss ich gedrückt halten. Okay, gut. Ich sehe es. Also ich lerne dazu. Also bei diesem Gauntlet habe ich schon größere Chance als bei den vorigen. Da, oh, ich habe schon wieder nicht gedrückt gehalten. Mensch. Muss ich das merken. Und schon wieder ist er random gesprungen. Das war nämlich nicht ich. Wieder einer dieser netten Bugs, die in Geometry Dash vorkommen, dass er einfach mal random irgendwie mal springt. Obwohl das gar nicht soll.